Hey, schön, dass du eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal. Ich bin der Marc von Aus dem Leben gefilmt und heute geht es um den Vergleich zwischen dem Crane 2 und dem Crane 3 von Siyun. Wir sehen uns nach dem Intro. Wir werden heute unterschiedliche Gangarten durchprobieren. Wir laufen die dann einmal mit dem Crane 2, der mit einer Sony A7S II bestückt ist. Und der Crane 3, der wird von meinem Bekannten und Arbeitskollegen, sag ich mal, geführt, der mit einer Fujifilm X-T3 arbeitet. Wir arbeiten beide mit einem 35mm Objektiv und die Ergebnisse werdet ihr dann gleich sehen. Als allererstes sehen wir einen Schwenk von rechts nach links, zuerst mit dem Crane 2 durchgeführt, im Panlock-Modus, und jetzt das gleiche mit dem Crane 3 im selben Modus, wobei man hier jetzt nicht sehr deutliche Unterschiede erkennen kann. Durch das Geländer im Vordergrund ist das natürlich sehr gut zu erkennen, wie ruhig die Fahrt ist. Als nächstes jetzt der ganz normale Gang mit dem Crane 2. Ich habe hier jetzt nicht darauf geachtet, besonders ruhig zu halten. Also jetzt dem Crane 2 alles übergeben an Aufgaben. Jetzt das gleiche mit dem Crane 3. Auch wieder mich überhaupt nicht darauf konzentriert, irgendwie ruhig zu halten, um das Ergebnis nicht zu beeinflussen. Jetzt der sogenannte Ninja Walk mit dem Crane 2. Also hier gezielte Ruhighaltung des Gimbals, um eine schöne Kamerafahrt zu simulieren. Ja, das gleiche jetzt mit dem Crane 3 Lab. Hier sind wir beides Male im Lock-Modus. Jetzt volle Kanne gerannt mit dem Crane 2, also wirklich Vollspeed, nur eine Hand am Gimbal. Und das gleiche jetzt aber mit zwei Händen mit dem Crane 3 Lab. So, ich hoffe, dass dir dieses Video als Entscheidungshilfe dienen konnte, ob der Crane 3 oder der Crane 2 der richtige Gimbal für dich ist. Ja, ich würde mich wie immer über ein Abo hier unten freuen. Ja, oder schau dir meine alten Videos mal an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis demnächst.